wo auch immer Sie und ihr euch einordnen mögt. Schön, dass wir hier nochmal heute Abend zusammen sein können. Sie und ihr habt ja alle das Programm. Ihr wisst, wer noch kommt, wer schon da war, was die Themen sind. Und zugleich wird es Ihnen mehr oder weniger so ergehen wie mir. Es gibt so ein paar Vorinformationen, es gibt so ein paar Hintergrundinformationen, aber ja, die Betreffenden, die jetzt schon da waren und die, die morgen kommen werden, so ein bisschen kennenzulernen, das geht jetzt nur persönlich. Und deshalb freue ich mich, dass ihr und sie in dieser Runde jetzt hier sitzen und wir wollen vielleicht so in 2,5 Gesprächsrunden hier vorne mal ein paar Dinge uns anschauen und auf diese Weise euch und ihnen einen Eindruck vermitteln von dem, worum es denen, die hier vorne sitzen, geht. Und mal gucken, vielleicht dann ab der 2,5. Runde kommen dann noch Fragen aus Ihrem Kreis. Und wir haben ja gut Zeit, bevor die Anstrengung des Tages dann spürbar wird. Und deshalb freue ich mich auf diese Runde. Wir haben ja, wie ihr schon gemerkt habt, ganz unterschiedliche Typen, wenn ich so sagen darf, hier oben sitzen. Eine, ich sag mal, Schamanin, ein Meditationsmeister, einen frommen Pastor, einen Meister im Heilen, einen Revoluzzer, einen Umgestiegenen und eine, ja, Baha, was fällt mir zu dir ein? Einen neuen Star am spirituellen Himmel. Also, es wird spannend, ne? Ich würde gerne, damit ihr es einfach sagt, was ihr seid und was ihr mitbringt und was ihr noch uns morgen sagen wollt, bitten, dass ihr vielleicht so in ein paar Minuten prägnant, kurz, verständlich sagt, wann hat das eigentlich angefangen? Wann hat diese Spur begonnen, die euch dann weitergetragen hat, der ihr weiter gefolgt seid, von der ihr heute mehr oder weniger, ihr wisst es, ihr sagt es, sagt, ja, wir sind kurz vorm Ziel oder so. Ja? Wann hat das biografisch, persönlich, an welcher Ecke des Lebens angefangen? Thomas, ich fange bei dir einfach an. Es müssten hier 4 Funkmikrofone sein, wenn ihr euch weitergebt. Ja, vielen Dank. Ich denke, der Umsteiger, der war auf mich gemünzt, da ich, ja, bei mir, ich kann es nicht wirklich sagen, wann es begonnen hat. Ich denke, es hat sehr früh begonnen, eigentlich in meiner Kindheit, Jugendzeit. Da hatte ich viele, viele Erlebnisse und ich denke, eines, was mich immer berührt hat, ich wollte immer Menschen helfen. Wenn es Menschen irgendwo nicht gut ging, da denke ich, da war Hilfe da und ich wollte gerne Menschen helfen. Ja, dann kam die Zeit des Berufes, da habe ich richtig mal kräftig Gas gegeben. In meinem Beruf, dann, ich war Kaufmann, selber Unternehmer und ja, das gipfelte dann in einer Position als Vorstand eines Unternehmens und da wurde ich unter anderem relativ krank und mich interessierte immer die Spiritualität, aber die hatte nie richtig Chance. Und dann begegne ich viele Menschen, weil ich mich interessierte, das Feld der Spiritualität, unter anderem auch das Feld der Heilung, aber ich wusste es nicht. Und dann begegne ich den 2 Menschen, die mich sehr prägten. Das eine war Harald Westberger, dem ich in Mexiko begegnete. Ich musste den da warst du noch auf der Suche nach deiner eigenen Heilung. Auch, da ja? War ich nach der Suche nach einer eigenen Heilung und ich war damals krank, ich hatte Morbus Bechterew und Herzprobleme und Harald sagte mir, als er mich sah, weißt du, du musst etwas im Leben ändern, weil bei dir ist es ganz knapp. Eigentlich sagte er, der Tod steht dicht hinter dir. Aber damals war ich schockiert auf der einen Seite, aber dass er das so spontan sagen konnte, er sagte mir auch einige Dinge, die mich sehr berührten, was er sagte, das ist eigentlich dein Weg, dein Wesen. Und ich wusste nicht, warum er das sagt und wie er das sah. Und ich brauchte damals 2 Jahre und dann habe ich mich beschlossen, bei mir
habe ich beschlossen, aus dem Beruf auszusteigen und nach einer Veränderung zu suchen. Und genau eine Woche, nachdem ich meinen Beruf sozusagen aufgegeben hatte, begegnete ich einem zweiten Menschen, das war Thomas Bryn Morton, das war Brasilianer. Und es dauerte einen Tag und ich war bei ihm auf einem Workshop und wusste nicht, warum ich dort war. Eigentlich, es interessierte mich, aber der Mann faszinierte mich auf der einen Seite, aber andererseits hat er mich irgendwie auch verunsichert. Manches, was er machte, konnte ich überhaupt nicht zuordnen und lehnte es fast ab. Aber zum Schluss dieses Workshops nahm er mich in den Arm und ich hatte eine deformierte Wirbelsäule, hatte eine Haltung, so eine Geierhaltung. Und er nahm mich in den Arm, klopfte mir auf den Rücken, ziemlich hart. Und auf einmal richtete ich mich auf. Eigentlich war ich schon seit 20 Jahren in dieser Haltung. Und von dem Moment an waren auch die Herzprobleme weg. Und ich habe gedacht, das ist ein Moment, aber die Heilung blieb, die blieb bis heute. Und von diesem Moment an hat es bei mir Klick gemacht, weil dieses zu erleben, eine Heilung zu erleben im eigenen Körper, jeder Arzt hat mir gesagt, das ist aussichtslos. Können Sie es vielleicht Schmerzen mindern, aber die normalen Rücken bekommen Sie nicht mehr. Und dieses Phänomen der Heilung hat mich eigentlich zum neuen Weg aufgebracht. Vielleicht magst du es ruhig bei diesem Startpunkt lassen, der ja bei dir ganz signifikant ist. Und die Spur erzählst du nachher noch ein bisschen weiter, ja, in der zweiten Runde. Thomas hat ja schon zwei Namen genannt, die zum Teil ja auch bekannt sind. Harald Westbetzinger war im vorigen Jahr hier auf dem Kongress. Und wie war der erste Vorname von Green Morton? Thomas. Thomas, ja. Thomas Green Morton haben ja einige von dir schon auch vor einem Jahr hier in einer Sitzung was gehört. Ich würde gerne eine weibliche Stimme jetzt zum Zuge kommen lassen. Guckt euch mal an, Karin oder Baha. Okay. Es hat sehr früh begonnen bei mir und die erste prägnanteste Berührung mit der geistigen Welt war für mich über meine Oma. Und ich hatte nachts das Problem als kleines Kind, dass ich nicht allein schlafen konnte. Das heißt, ich war immer bei meiner Oma im Bett. Und fast jede Nacht sah ich meinen Großvater, der schon im Jenseits war, wie er immer meine Oma besucht hat. Und dann haben sie Gespräche geführt. Und für mich war das ganz natürlich, dass er kommen kann und dass er wieder gehen kann, aber dass er im Moment nicht lebt. Und da hat es eigentlich begonnen, dass meine Großmutter mir diese Welt gezeigt hat. Und sie hatte die Fähigkeiten, ihr Leben lang nicht abtrainiert, die Aura zu sehen oder das Feinstoffige zu sehen, die geistige Welt zu sehen. Und sie hat in mir diese Talente auch wieder geweckt. Und ich habe noch zwei ältere Schwestern. Für mich war das immer ganz komisch zu sehen, dass meine Schwestern nicht das Gleiche gesehen haben wie ich. Aber meine Großmutter hat da wirklich einen super tollen Job gemacht, weil ich wirklich der Überzeugung bin, dass wir alle übersinnlich auf diese Erde kommen und uns das dann irgendwann abtrainiert wird oder wir trainieren uns selber ab. Und meine Großmutter hat wirklich darauf geachtet, dass ich das nicht tue. Und als ich 6 Jahre alt war, ist sie dann verstorben und sie wusste, dass sie bald sterben wird und wollte dann auch in die Türkei dafür, weil sie war in Deutschland. Und vor ihrer letzten Reise sozusagen ist sie dann zu mir her und meinte, so meine Tochter, ich gebe dir jetzt meine Hand. Und ich konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel damit anfangen. Ich dachte, okay, Oma, gib mir deine Hand. Und was dann aber passiert ist, ist, dass all ihre Erfahrungen und Fähigkeiten und Dinge, die sie entwickelt hatte in ihrem Leben, auf mich übergegangen sind. Und nach ihrem Tod habe ich mich erstmal sehr alleine gefühlt in dieser Welt, weil meine Eltern haben... Gib mir die Hand. Also meine Eltern haben das beobachtet, aber die haben es ein bisschen verschwiegen, weil sie einfach mit der Welt erstmal nicht so wirklich zurechtgekommen sind. Was dann auch gleichzeitig passiert ist, ist, dass eben diese Fähigkeiten sich extrem verstärkt haben. Also
in verschiedene Richtungen, dass ich in die Körper blicken konnte und genau sehen konnte, wo es blockiert ist und etc. So hat es begonnen und ich wollte dann meinen Eltern einen Gefallen tun und habe dann eine ganz normale schulische Laufbahn durchgezogen. Also bin zur Schule, Gymnasium, habe sogar studiert. Fragt bitte nicht was, das erzähle ich euch morgen. Und, aber diese Welt, die war immer präsent und ich habe sie nie wegschieben können und wollte es auch nie und wusste wirklich immer, dass das mein Weg ist. Ja, wunderbar, danke, dass du das mit uns teilst. Andere haben länger gebraucht, wobei ich bei dir, Horst, ja nicht sicher bin. Im Buch schreibst du ja ein bisschen was schon über diese schwere Erkrankung mit 11, aber sag ja selber, wann es angefangen hat. Bei mir ist so das Stichwort für den Ausstieg mit 37, nicht? Wenn ich an Thomas denke, ja, aus der Beruf. Um 37 habe ich versucht, den Sinn des Lebens zu finden, weil ich keinen Sinn mehr daran sah, Menschen zu aktivieren, Leistung zu treiben, Schulung zu machen, auf Messen zu gehen und die Menschen zu trainieren. Ich war Betriebspsychologe damals und Verkaufsleiter eines größeren Unternehmens und da sah ich keinen Sinn mehr drin. Aber es gibt eine Parallele zwischen uns. Denn ich sitze nur hier, weil meine Großmutter eine Schamanin war, aber die christlich schamanisch war, die also mit Heilgebeten gearbeitet hat, mit Kräutern. Und die hat mich zurückgeholt, wo der Arzt schon gesagt hat, ich bin tot. Der wollte, es war am späten Abend in den Kriegswirren und war kein Licht da. Und er sagte, ich kann den Totenschein nicht ausschreiben, ich komme morgen früh. Und da hat sich meine Großmutter, so wie mir berichtet wurde, eingeschlossen in ein Zimmer und hat mich wieder zurückgeholt mit ihren Ritualen. Und ich kann mich nur an den Moment erinnern, als ich wach wurde, wo sie mich wach gemacht hat morgens aus dem Bett, wo ich zwei Tage schon besinnungslos lag und kaum noch atmete mit einer Nasendiphtherie. Da sagte sie, komm, steh auf. Das wusste ich, ich hörte sie plötzlich und sagte, nur schnaub mal richtig und dann schnaubt. Und dann kamen aus beiden Nasenlöchern so fingerdicke Eiterfloppen mit Blut raus und ich war die krankheitslos. Und auf einen Schlag. Und das war also, und vielleicht, es kommt auch daher, die vielen Fähigkeiten, die ich völlig verdrängt hatte. Ich habe dann einen ganz normalen Beruf erlernt, zwei Berufe sogar. Und erst als ich ausgestiegen bin, erinnerte mich wieder an diese Dinge. Und dann hatte ich auch die entsprechenden Begegnungen. Aber das ist so nur ein weiter Weg. Es ist ziemlich gut beschrieben in meinem Buch, Der Geist, der mich rief. Das erste Mal, dass ich an meine Biografie rangegangen bin, in der ersten Hälfte des Buches, und da ist mein Werdegang entstanden, der nicht geschenkt wurde. Ich musste mir erarbeiten. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, dass ich, weil ich es mir erarbeitet habe, weiß, wie es funktioniert, wie man es erarbeiten kann und habe deswegen die Schule gegründet und die mit Übersehen seit vielen Jahren erfolgreich nicht nur diesen Kongress macht, sondern sehr viele Menschen hilft. Ja, das hast du ja schon deutlich gemacht, nicht? Dass, weil du es selber nie erarbeitet hast, konntest du es vermitteln. Baha hat ja von ihrem türkischen oder dem türkischen Hintergrund ihrer Großmutter gesprochen. Deine Großmutter war in Pommern oder in Ost? Das war damals dieses Grenzmark, das war an der Grenze zur polnischen Grenze. Heute ist es aber alles polnisch. Ne? Ja. Ja, Karin, darf ich dich bitten, mal deine Sicht einzubringen, deine wichtigen Stationen, deinen Schlüsselpunkt, deinen Wendepunkt, wie auch immer? Du merkst schon, ich drücke mich um diese Antwort dieser Frage. Du kannst auch in der zweiten Runde einschalten. Nein, das ist so, ich rede am liebsten überhaupt gar nicht über mich selbst. Das ist etwas, was ich nicht so gerne mag. Also ich möchte lieber anderen helfen und eigentlich nicht so gerne mich selber in den Vordergrund stellen. Aber ich werde die Frage beantworten, weil die anderen haben sich auch so schön geöffnet. Eigentlich muss ich da auch an der Kindheit anfangen. Ich hatte ein Nahtoderlebnis oder eigentlich mehrere Nahtoderlebnisse als kleines Kind. Als Zehnjährige war ich mit meinen Eltern in den Bergen und bin indirekt von einem Blitz getroffen worden. Das heißt, wir waren auf einer Bergwanderung und mir kam in ein Gewitter. Und es war sehr nass. Ich war die Einzige, die Ledersohlen an den Schuhen hatte. Das war, ich bin jetzt ja auch schon ein bisschen älter, damals noch so, dass auch noch Ledersohlen lag. Und der Blitz schlug auf einer Weide ein in eine Kuh und dieser Strom
kroch sozusagen über das Nasse auch in mich und ich war klinisch tot. Man hat mich dann mit dem Rettungshubschrauber dann in das nächste Krankenhaus gebracht. Ich weiß davon nichts, ich weiß nur, dass meine Eltern das aber erzählten. Und er hat mich dort auch wieder zurückgeholt. Und seitdem habe ich Dinge gesehen, die andere Menschen nicht gesehen haben. Was aber meine Eltern sehr erschreckt hat. Also ich bin da irgendwie nicht so wirklich unterstützt worden als Kind in dieser Sichtweise. Ja, Engel zu sehen oder auch diese Gottesliebe, die ich plötzlich empfunden habe. Ich habe sehr früh dann angefangen mit Singen. Das hat mich sehr nahe gebracht. Ich habe also meine ganze Liebe für Gott auch in Musik gelegt, weil ich auch gespürt habe, dass in großen Kirchen eine unglaubliche Akustik ist und das hat mich unheimlich berührt mit einem Chor oder als Solistin. Ich habe schon mit 12 als Solistin gearbeitet. Diese Berührung in der Musik zu finden, das zu fühlen. Also mein Leben ist eigentlich ein fühlendes Leben. Ich bin sehr emotional und sehr fühlig seit diesem Tag und bin auch immer wieder in Situationen gekommen, in denen ich Sterbebegleitungen machen durfte, ob freiwillig oder unfreiwillig, das mag der liebe Gott jetzt hier einfach hinstellen. Und habe aber nie irgendwie mich in ein bestimmtes religiöses Kleid fügen können. Also ich habe nicht gesagt, jetzt es gibt nur einen Gott oder es gibt nur das Christentum oder nur den Buddhismus oder nur das, sondern ich habe gesagt, alles ist eins. Es ist alles eins. Gott ist in allen Gewändern zu sehen. Es gibt keinen Unterschied. Es ist egal. Gott ist einfach nur Liebe. Und dann verstarb meine Mutter sehr früh. Ich will es kurz machen. Und das war für mich ein ganz furchtbares, einschneidendes Erlebnis, weil ich ihr nicht helfen konnte. Und ich habe zu dieser Zeitpunkt eine Ausbildung gemacht an einem sehr namhaften Museum in Frankfurt und habe dadurch sehr viel auch mit südamerikanischen Kulturgegenständen zu tun bekommen und habe dann zum gleichen Zeitpunkt meine Mutter verloren, was mich sehr tief getroffen hat, weil sie sehr verzweifelt war. Und auch der Umgang in der Schulmedizin, wie sie behandelt wurde, das hat mich extremst getroffen. Und ich konnte ihr nicht helfen und das war für mich ganz furchtbar, weil ich habe dann gesagt, okay, es ist so, Gott möchte sie lieber an ihrer Seite, an seiner Seite haben, aber es war für mich sehr schwer zu sehen, dass ich ihr nicht helfen konnte. Und von dem Tag an habe ich versprochen, ich werde suchen nach Dingen, die Menschen helfen. Und diese Suche habe ich bis heute nicht aufgegeben. Ich bin eine ganz verrückte Frau. Ich habe so viele Dinge getan, um anderen zu helfen. Ich habe Brücken gebaut, ich habe... Ach, ich weiß nicht. Das ist dann für die zweite Runde genau, vielleicht. Genau, das machen wir in der zweiten Runde. Du hast ja Jürgen Fliege das Stichwort gegeben mit der Verrücktheit. Der hat uns ja das vorhin vorgemacht. Wann hat sich bei Ihnen, Jürgen Fliege, was verrückt oder verändert, das, dem Sie heute noch folgen? Ich habe nie Engel gesehen und ich hatte auch kein Nahtoderlebnis, wenigstens nicht, was ich weiß. Aber ich bin in einem Auto zur Welt gekommen mit einer Nabelschnur um den Hals. Das war bei uns aber okay, Gesprächsthema, aber nichts Besonderes. Meine Mutter hatte 6 Kinder, dann ist einmal die Nabelschnur da und einmal da und einmal da und fertig. Wenn man sich eingelesen hat in deine Tradition, dann weiß man, dass eine Nabelschnur um den Hals auch ein schamanistisches Zeichen sein kann. Sogar ein Omen Magnum ist, dass man immer zwischen Himmel und Erde unterwegs sein wird. Das wusste ich nicht. Und dann kommt was Witziges, habe ich vorhin mal erzählt. Ich bin dann immer, und das eint uns alle, obwohl ich noch nicht alle gehört habe, dass wir von unseren Großeltern in irgendeiner Weise initiiert sind. Und deine Karriere verdankst du dem Tod deiner Mutter. Also das muss man ja so umsehen. Deine Mutter ist gegangen, damit du leben kannst. Nicht warum, sondern wozu. Und dann dachte ich aber immer, ich sei so als einer von 7 Kindern, Kaufmannsfamilie, Laber, die Fasel, Aufsteiger und, nicht wichtig. Und auch einen strengen Vater und so. Dann bin ich immer zum Opa gelaufen, damit er meinen Vater mal verhauen sollte, weil der schlug. Aber mein Opa verhaute meinen Vater nicht, sondern gab uns Liebe. Und der wurde nun wieder mal ein Jahr älter und der Pfarrer kam und an diesem Tag hatte mein Großvater Kirschtorte gebacken. Mürbeteig, Schattenmorelen, Schlagsahne, 1951. Hallo.
Das ist nicht wie heute, war 1951, das ist Weihnachten und Ostern auf einem Tag. Ich, dein Lieblingskind, kriege keine einzige Schattenmorele, kriege nichts, nicht einmal Sahne darf ich probieren und jaule darum wie ein Hund bis 14 Uhr. Da klingelt es an der Tür und hereinkommt der Pfarrer. Und der Pfarrer, der meinem Großvater zum Geburtstag gratuliert, kriegt alles. Wir haben verstanden. Das war für meinen Pfarrer. Ja. Ich habe mich dann immer gefragt, also weil wir reden ja mit Rechten über diese Tradition, also wir sind ja nicht vom Himmel gefallen, sondern es gibt ja offenbar Großväter und Großmütter und all das, und wo das denn bei mir herkommt. Und das ist mir erst vor 2-3 Jahren aufgefallen, als meine Tante, die Schwester meines Vaters, mit der ich nicht geredet habe, der im Dorf, wo ich groß wurde, den Beinamen das Lineal hatte, der sprach nicht aufrichtig, unbestechlich Kaufmann. Und ich hatte aber einen Patenonkel, nämlich seinen Vater, meinen anderen Großvater, jeder hat ja zwei. Und als ich geboren wurde, hier im Auto mit P4, Opel P4 mit dem Hals, war er mein Patenonkel. Und er musste dann neben der Hebamme, wo ich geboren wurde, gab es ein freies Grundstück, hat mein Vater gleich gekauft und ein Haus gebaut. Und 1948. Und dann hat er das ausgeschachtet. Als er mit dem Ausschachten per Hand felsiges, lehmiges Gebiet fertig war, ging er freitags nach Hause, hat ein halbes Jahr lang gebraucht, damals mit Schöpe und Hacke. Und ging nach Hause und setzte sich auf sein Bett, einen Kilometer entfernt, und sagt, so, ich bin fertig, ich sterbe. Und hol mir mal den Kollegen XY, denn ich will dem meine Bienen vererben. Und meine Großmutter hat gesagt, du hast es wohl nicht alle mit diesen lehmverschmierten Schuhen, machst du die ganze Wohnküche sauer, jetzt bist du noch ins Schlafzimmer mitgerannt und ich soll dir den Hochzeitsanzug anziehen, weil du sterben willst, du spinnst. So Frauen so sind. Ne? Und dann hat er, weil er bei meiner Großmutter nicht weiterkam, meine Tante, damals ein kleines Mädchen gebeten, doch zu diesem Imker zu laufen wegen der Bienen. Also er wollte sein Haus bestellen, in diesem Fall sein Bienenhaus. Dann ist die gelaufen, hat er diesen Bienenstock vermacht, hat gesagt, okay, du kriegst jetzt alle Bienen, aber ein Jahr musst du den Honig für meine Familie geben. Wann kriege ich endlich diesen Hochzeitsanzug eingezogen mit der weißen Hemd und den Zylinder, ich sterbe gleich. Und alle Leute haben gesagt, du tickst nicht sauber, du bist nur müde vom Leben aus Schachten für Jürgens Haus. Das Haus war für mich, weil ich war das vierte Kind und ich war Anlass für dieses Haus. Und dann sagte er, man solle seinen ältesten Sohn holen, meinen Vater. Und mein Vater, habe ich gerade geschildert, ein Kommunikationsgenie, weil er nicht sprach, aber Stadionsprecher war für Heike Rosenthal, kennt die Olympiasiegerin. Ja? So. Aber sonst sprach er nicht. Jahrelang nicht. Verhaute uns mit Gummiknüppel. Also ein Mann, schwierig. Und mein Großvater schickte nach dem und der kam und sagte, also Helmut, so heißt mein Vater, ich sterbe jetzt, zieh mir endlich den Anzug an. Die Mutter will das nicht machen, die Schwester ist zu klein, du musst es jetzt machen. Und da hat mein Vater wortlos den Anzug aus dem Schrank geholt, hat ihn mit dem wortlos angezogen, ohne irgendein Wort, hat ihm dieses weiße Hemd angezogen, die Hosenträger rüber, und als er ihm die Krawatte umbinden wollte, war mein Großvater tot. Später stellte sich heraus, dass er sich schon den Sarg hatte, die Bretter ausgesucht. Das heißt, er hatte ein Gesicht. Und wenn man sucht, also in seiner eigenen Familiengeschichte, wo habe ich etwas her, etwas zu tun und nicht zu richten, dann habe ich es merkwürdigerweise von meinem Vater, dem ich das nie zugetraut hätte. Aber wenn ich schaue in der Welt, ist das größte Arschloch meines Lebens, habe ich gedacht. Mein Vater ist nicht mehr das größte Arschloch. Ich verneige mich vor ihm, weil er mir diese Fähigkeit übertragen hat, ohne zu richten, etwas zu tun, was die Liebe verlangt. Danke. Ja, meine Entwicklung
komme von früher aus der Technik, ich sage bewusst früher, war früher Techniker für Maschinen, Apparatebau, bis zum 35. Lebensjahr. Und dann habe ich gemerkt, dieser Beruf gibt dir ja überhaupt nichts. Das heißt also, ich habe mich umgeschaut und habe gesagt, ich will mit Menschen arbeiten. Dann bin ich in die Sonderpädagogik eingestiegen und habe dann bis zu meinem 61. Lebensjahr eine Einrichtung für geistig und mehrfach behinderte Jugendliche und Erwachsene geleitet. Und ich habe immer gesagt, ich habe den schönsten Beruf der Welt. Weil der Beruf hat mir sehr viel gegeben. Es war eine wunderschöne Arbeit. Gut, nur dann mit 61 hat sich dann ein bisschen anders ergeben, weil ich ja mittlerweile Lost kennengelernt habe und alles ein bisschen anders wurde. Aber wie gesagt, diese Berufung, mit diesen Menschen zu arbeiten, war wunderschön. Und ich habe sogar immer gesagt, ich mache das so lange, bis ich aufhören muss. Das heißt, ihr könnt mich mit 65 mitsamt meinem Bürostuhl vor die Tür schieben, hier gehe ich nicht. Aber wie gesagt, es kam dann doch ein bisschen anders. Aber wie kam ich überhaupt mehr auf den weiteren Weg über die Heilarbeit? 1993, ich komme ja aus dem Frankfurter Raum, 1993 habe ich im Frankfurter Ringheftchen, Frankfurter Ring ist eine sehr gute Seminarorganisation, bei der ich heute selber ja auch mitarbeite, war ein Pastrone angekündigt mit einem Vortrag über geistig sein. Und das hat mich angesprochen und da bin ich natürlich hingegangen. Aber als ich in diesem Vortrag saß und zuhörte, habe ich auf einmal gemerkt, was der Mann da oben erzählt, das stimmt ja tatsächlich. Das ist ja 100% richtig, weil ich hatte das mal selber am eigenen Leibe erlebt. Ich hatte mit 24, hat man bei mir bei einer Routineuntersuchung einen apfelgroßen Tumor an der Lungenwurzel festgestellt. War damals natürlich fest in schulmedizinischen Fingern und die wollten natürlich sofort mit dem Skalpell da dran gehen. Haben mir aber auch gleich gesagt, da verlieren sie einen Lungenflügel. Ich war damals jung verheiratet. Das heißt, junge Frau, kleines Kind, ein altes Haus noch gekauft, es stand viel Arbeit an. Da habe ich gesagt, das passt jetzt gar nicht in mein Leben. Von wegen, hier ist Kapelle an mir ansetzen. Und das war dann genauso, wie Horst in seinem Vortrag geschildert hat. Die Selbstheilungskräfte kamen. Ich habe mich in die Liebe begeben zu meiner Familie. Ich habe mich in die Kreativität begeben mit meinem alten Haus und habe trotzdem Wissen über das Krankheitsbild, Freude am Dasein gehabt. Und genau diese drei Punkte haben mich gerettet. Ich bin damals trotzdem natürlich zur Kontrolle, nochmal zur Schulmedizinieren. Die haben gesagt, Herr Braun, außer OP können wir Ihnen nicht beten, aber wenn Sie es wollen, tun wir es überwachen. Und da bin ich immer in regelmäßigen Abständen dahin zur Kontrolle. Und dieser Lungenfacharzt, der das untersucht hat, hat das sehr geschickt gemacht, er hat nie von einem Tumor gesprochen. Der hat immer gesagt, Herr Braun, ich kann es zwar nicht erklären, aber das Ding ist schon wieder kleiner geworden. Und nach 1,5 Jahren war es weg. Und das waren die Selbstheilungskräfte. Und als ich das dann nachher von Horst im Vortrag gehört habe, habe ich gesagt, den Weg musst du gehen, da bist du auf dem richtigen, auf dem sicheren Weg. Weil das stimmt alles. Und den Weg habe ich dann ja auch eingeschlagen, ist der über den Weg, Dozent, das kommt dann in der zweiten Runde. Komm schon. Danke. Ja, Bruno Württemberger, bitte Bruno. Hier. Bei mir war es ganz einfach. Alles angefangen am 24.12.1960, kurz davor. Da bin ich geboren, aber ich durfte bewusst bleiben, wie der Abschied war, drüben. Es war sehr hart und gleichzeitig ein Gefühl von Abenteuer. Und was mich überrascht hat, die Großmütterngeschichte. Ich hatte auch eine Urgroßmutter, italienisch. Wie sie gestorben ist, bin ich an ihrem Bett gewesen, habe gesungen und später war sie tatsächlich mein erstes Erlebnis mit einem materialisierten Geist, sagen wir so. Also
kam zur Türe rein, als ich geschlafen habe. Türe ging halt auf. Ich habe schon gewusst, dass es so Geistwesen gibt und so, aber gerade, dass die Türe auch aufgeht, fand ich jetzt ein bisschen übertrieben. Ich war noch sehr jung, hatte große Angst, habe natürlich die Decke auch hochgezogen, nur ein Spalt so noch zum Gucken ein bisschen, und sie kommt auf mich zugelaufen, ganz normal, aber ihr müsst verstehen, sie sah aus wie eine Hexe. Italienerinnen früher waren, bin ja jetzt nun auch nicht mehr ganz der Jüngste, die waren so immer schwarz gekleidet. Wenn der Mann mal gestorben ist, machen sie 100 Jahre Trauer. Damit einfach jeder sieht, auch wenn du nichts geleistet hast, du leidest, und wenn du leidest, dann bist du schon in der Hierarchie ein bisschen weiter oben. Zumindest in Italien, oder? Und das war ein spannendes Erlebnis, weil sie hat mich dann angefasst. Und es war wirklich eiskalt. Und das habe ich nicht gewusst, das kenne ich nur von den Filmen oder so vielleicht. Aber es war, da habe ich ja noch gar keine Filme gesehen. Aber das war eiskalt und ich wollte gerade richtig Angst haben. Und dann sagt sie zu mir, es ist alles gut. Hat mich angeschaut, mir nochmals die Hand gedrückt und ging wieder. Das war so eins, also mein erstes bewusstes Erlebnis mit Jenseitigen. Ich habe das, glaube ich, selbst meinen Freunden noch nie erzählt, weil es einfach nie Thema war. Aber es scheint mir da, dass ich meinen Widerstand gegen Tradition langsam loslassen sollte. Es spielt da irgendwie diese Vorbereitung mit. Aber da ich ja am 24. geboren bin, musste ich mich nie fragen, ob ich was Besonderes bin. Jesus war und ist mein größtes Vorbild, nicht wegen dem, was er getan hat oder nicht getan hat, wer weiß das schon, kann ja auch alles nur Geschichte sein, aber das Sinnbild, was er verdeutlicht, diese bedingungslose, ich sage jetzt zuerst Hingabe und dann Liebe. Weil Liebe ist eins, aber Liebe kann man von sich fernhalten. Man muss warten, bis dort diese Hingabe passiert. Das heißt, meistens gibt es eine Schnittstelle, ein besonderes Erlebnis und dann ist alles klar. Ich hatte jetzt niemanden, der mich konkret unterstützt hat, aber ich hatte auch niemanden, der mich blockiert hat. Haben alle gesagt, der Bruno Spend, lass ihn machen, dann ist er ruhig. Und ich war immer ruhig. Ich habe immer gelesen und für mich alleine gespielt und ich habe meine Fähigkeiten trainiert. Keiner wusste warum, wieso, weshalb. Und das ging eigentlich alles bei mir sehr flutschig, ohne großes Drama. Gut, ich bin 2-3 Mal gestorben zwischendrin. Geht ja. Das erste Mal war ich 14 Monate, da war ich auch lange im Koma, weil ich mich verbrüht habe als kleines Kind. Damals schon Kaffee geliebt und dann so einen riesen Topf Kaffeewasser, aber halt runtergeholt und dann war es das für eine Zeit lang. Und das waren aber irgendwie überhaupt keine dramatischen, traurigen Erlebnisse, vielleicht für meine Eltern schon, aber für mich hat es dann gerade so richtig angefangen. Ich wurde gar nicht erst ganz abgetrennt vom Ganzen. Das heißt, keiner wusste eigentlich, woher ich dieses überzeugte Sein geholt habe. Ich hatte keine Erziehung diesbezüglich. Ich musste auch Schule machen, kochen. Papi war sehr autoritär. Entweder man gehorcht oder es gab einfach monatelang kein Gespräch, kein Wort. Was schlimmer ist als jeder Schlag. Manchmal hätte ich mir gewünscht, er würde schlagen. Hat er zwischendurch auch, aber das war mir wurscht. Hauptsache, er zeigt mir, dass er mich wahrnimmt. Oder dieses Ignorieren, das fällt mir auch schwer bei anderen Menschen. Wenn jetzt einer bettelt oder so. Und das hat dazu geführt, dass ich natürlich auch gesucht habe, wie kann ich helfen. Ich weiß, das, was wir hier tun, also auf diesem Planeten, das ist so aus dem Ruder gelaufen. Das ist so nicht das, was es sein könnte. Und ich will das einfach mithelfen aufzubauen. Und vorher gehe ich nicht. Wenn ich vorher gehe, komme ich sicher wieder. Kurzes Schlusswort. Wie ist es gewesen, wie ich gekommen bin? Ich habe meine geistigen Eltern gesehen noch und die waren sehr jung übrigens, komisch, jünger als ich heute zumindest. Und ich weiß nur eins, sie haben mich angeschaut, ich wollte nicht gehen, weil ich Angst hatte, oder, da in dieser Grobstofflichkeit. Und dann haben sie mir gesagt, schau, jetzt gehst du einfach mal da runter und tust so, als wären die Eltern, deine irdischen Eltern, die echten.
Ich habe es wirklich versucht und es tut mir leid. Ich fühle mich da genau wie mein bekannterer Freund. Mutter, Vater, wer ist das? Keine Ahnung. Ich weiß nur, sie sind genau die richtigen Menschen gewesen. Genau, das mögen Engel sein, ganz egal, es ist mir auch völlig wurscht, weil ich weiß, Eltern bedeutet etwas ganz anderes. Und das habe ich hier noch nicht gefunden. Das findet man manchmal aber mit fremden Menschen. Wenn man sich von Herz zu Herz begegnet, manchmal genügt ein Blick und alles ist klar. Und deshalb bin ich auch heute noch eigentlich ein Bewusstseinsforscher, habe mich dann von der Medialität auch ein bisschen gelöst, weil da gibt es ja mittlerweile guten Nachwuchs und viele, die das jetzt auch tun. Ja, danke, Bodo. Ja, eigentlich bist schon ein bisschen weitergegangen zu dem, was dir wichtig ist. Die bedingungslose Hingabe, habe ich gehört. Und eben, wenn du auf die Welt guckst, spürst du, was zu tun ist. Ne? Ich würde gerne das so als in die zweite Runde nehmen, wenn es aus dem Kreis der Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie ganz spannende Nachfragen gibt oder so. Bitte fühlen Sie sich frei, wir wollen Sie nicht draußen lassen. Vielleicht geht es Ihnen aber auch so, dass Sie es so spannend finden, dass Sie einfach mit uns hier in diesem Kreis dabei sind. Was ist das ganz Spezielle, was ist das Profil, what's your medicine oder was ist das, worauf es jetzt ankommt? Nicht das ganze Programm, sondern was ist der Punkt, bei Bono habe ich schon so ein bisschen ausgehört, bei den anderen würde ich es gerne noch ein bisschen besser verstehen. Karin, vielleicht mal jetzt mit dir. Ich soll jetzt eine Essenz dessen darstellen, was meine Arbeit ist, jetzt im Augenblick. Worauf kommt es dir an dabei? Nicht? Also mehr so das. Welche Intuition habe ich? Welche Intention habe genau. ich? Das kann ich so eigentlich gar nicht wirklich mit irdischen Worten ausdrücken. Das ist schwer. Ich würde einfach sagen, es ist ein Ruf in meinem Herzen, den ich immer wieder gespürt habe. Ich bin immer wieder an Punkte in meinem Leben gekommen, an dem ich ganz, ganz tief traurig war oder in dem ich in Enge war, in Not war. Und ich habe immer mein ganzes Leben lang durch diese Berührung mit dem Spirit, mit Gott, mit diesem Göttlichen, mit dieser Energie, mit dem allumfassenden, universalen Geist oder Gott, göttliche Kraft, immer wieder spüren dürfen. Es war nie so, dass ich in meinem Leben nur eine einzige Sekunde das Gefühl gehabt habe, dass es Gott nicht gibt. Ich habe gezweifelt. Ich war ganz schön zweiflerisch. Ich war ganz schön fies, sage ich ganz ehrlich. Ich habe geschimpft wie ein Rohrspatz. Ich habe manchmal in Tränen gelegen. Ich habe Wut entbrannt, habe ich geschimpft. Wie kann das sein, dass es so viel Ungerechtigkeit gibt auf der Welt? Aber ich habe doch immer wieder zu dem Punkt gefunden, dass es irgendwas gibt, was alle Menschen verbindet. Und das ist eine göttliche Kraft, die in allen Dingen ist, die man spüren kann. Gerade dann immer, wenn man besonders niedergeschlagen ist oder in Not ist, dann zeigt sich das plötzlich, dieses warme Gefühl, was einem irgendwie signalisiert, es gibt da was. Und die ganzen Arbeiten der letzten Jahre ruhen auf diesem Wissen und diesem Vertrauen, dass ich weiß, es gibt da etwas und das möchte ich gerne teilen. Das gehört nicht mir, das gehört uns allen, das gehört den Tieren, das gehört der Erde, das gehört allen Menschen, allen Religionen, allen Kulturen. Und das ist der Grund, warum ich meine Arbeit jetzt so mache, wie ich sie jetzt so. Und über die hören wir ja morgen noch ausführlicher. Ne? Deshalb gebe ich gerne jetzt nochmal weiter. Worauf kommt es Ihnen heute an, Jürgen Flieger? Wenn man mich fragt, was ist dein Beruf, dann sage ich etwas kokett, ich bin Betlehrer. Also ich finde es wichtig, oder manchmal sage ich auch, ich glaube, ich bin auf die Welt gekommen als Schuhlöffel, der die Menschen, anderen Menschen helfen kann, in ihre jeweilige Spiritualität zurückzufinden. Also das ist nicht unbedingt christlich, das ist mir also scheißegal. Also Hauptsache, es ist geprägt von diesem großen Gefühl der Tränen und der Liebe und des Ja-Sagens. Und jetzt, wie gesagt, jetzt bin ich so, glaube ich, schon retired. Er ja nicht, aber ich schon.
Und da suche ich eigentlich eher noch. Jetzt, ich merke auch, dass ein Teil meines Berufslebens daraus war, arbeiten zu müssen. Also wenn man jeden Tag Fernsehen macht, teilweise 2-3 Sendungen, dann muss man morgens um 5 aufstehen und geht abends weinend um 10 ins Bett. Das ist jetzt nicht mehr. Und wenn der Beruf sozusagen als dieses Korsett wegfällt, dann geht man eigentlich erneut auf die Suche. Ich glaube, ich bin momentan eher auf der Suche. Und wenn Leute sagen, schreibe ein Buch, das sagen die immer, oder schreibe das und das, dann schreibe ich das Buch relativ schnell und dann sage ich, ja, und jetzt? Also, ich weiß eigentlich nicht. Im Augenblick laufe ich rum. Im Garten. Ja. Schön. Das heißt, ich habe immer dreckige Fingernägel, weil ich immer in der Erde krause. Und ich höre mir gerne solche Geschichten an. Ich versuche die dann auch zu sortieren, das finde ich toll. Da ich, okay, Berufungsgeschichte, unsere Großmütter sind wichtig, keine Frage. Die sind überall wichtig. Ich habe, was ich unheimlich gerne tue, in Begegnungen mit Menschen wirklich zu fragen, wer hat dich gesegnet? Weil das eine total scheiß abgefahrene Frage ist. Und dann fragen die immer, muss es ein Pfarrer sein? Nein, ich sage, muss kein Pfarrer sein, aber er muss tot sein. Damit du das Gefühl entwickelst, vom Himmel gibt es jemanden, der dich liebt. Damit er nicht gleich mit Jesus kommen muss oder sowas ähnliches. Denn das ist ja schon abiturabhängig. Also die Liebe Jesu und Labadifasel. Und dann erzählen mir Menschen Geschichten, die finde ich die faszinierendsten. Dass sie zum ersten Mal oft sagen, das hat mich noch keiner gefragt. Letzte Geschichte dazu, vor 3 Wochen mache ich eine Edeltrauung. Kostet ohne Ende. Da gehe ich zu dieser Großmutter hin, die da auch mit in die Kirche getappert worden ist, aus dem Büro, so auch ohne Ende, sitzt in der ersten Bank. Und ich kenne diese Frau ja nicht. Und dann sage ich einfach zu ihr, ich weiß noch nicht, die Großmutter, grüßen Sie Ihren Mann. Der ist 30 Jahre tot. Da sagt die zu mir, ich hätte das noch niemand, 30 Jahre lang, hat noch keiner gesagt, grüßen Sie Ihren Mann. Ja, ich sage, ich weiß, er ist ja da. Ja, sicher ist er da. Aber mich hat keiner gebeten, den vorzustellen, den da zu sagen. Sondern ich komme da vorne von der Kanzel runter, sage, tschüss Leute, feiert gut. Und sage zu dieser alten Dame, witternd, intuitiv, grüßen Sie Ihren Mann. Also solche Geschichten finde ich spannend. Und dann einen Menschen auf den Punkt, in den ich gar nicht selber setze, sondern der irgendwo hergeflogen kommt, zu treffen, dann jubel ich. Darf ich noch eine Minute oder eine halbe? Ich kriege dann nämlich immer Sänge anschließend vom Himmel. Sänge sind Schläge. Als ich zum ersten Mal dabei war, so muss ich es formulieren, einer 17-Jährigen, die in der Intensivstation sterbend lag, von jetzt auf gleich zurückholen zu dürfen, weil eine türkische Putzfrau kam in den Saal und hat mit ihrem Hintern gegen dieses Bett der sterbenden 17-Jährigen geschubst, um mit dem Fäugel sauber zu machen. Da habe ich gedacht, wow, das kenne ich doch von Schneewittchen, man muss gegen die Särge mit dem Arsch schubsen. Dann kann was passieren. Als diese Türkin rausnahm, habe ich mich mit meinem Arsch auf das Bett der Sterbenden gesetzt und hin und her geruckelt und fantasiert. Und dann gesagt, ich weiß, warum du sterben willst, ich kenne deine Mutter, da würde ich auch nicht leben bleiben bei dieser Tucke. Habe ich einfach so gesagt. So, auf jeden Fall, 10 Minuten später haben die Ärzte den Tubus weggenommen, alles klar, wunderbar, und sie hat sich so von mir verabschiedet. Jetzt kommt, was ich erzählen will. Jetzt gehe ich, ich bin ja der große Heiler, Flur runter in meinen Golf und sage, ja, setze rückwärts gegen die Laterne. Das Muster ist, kann ich sagen, das bleibt. Ich habe dann Jahre später einen zweiten Golf gekauft. Dieselbe Beule an derselben Stelle, 3 Wochen später. Das heißt, ich glaube, dass dieses Fröhlichsein, dieses Jawohl, es klappt. Und da gibt es eine Übermutbremse. Und die finde ich spannend. Es gibt eine Übermutbremse, dass man sich nicht als der Heiler empfindet, sondern als der tatsächlich witzig zwar, aber ein demütiges Werkzeug ist. Man kann witzig sein, das bin ich immer. Eine bei meiner sterbenden Begleitung, das war Weihnachten, da starb ein deutscher Bankdirektor.
Da starb ein deutscher Bankdirektor und habe gesagt, die Kerzen können wir ruhig hier anlassen. Wir gehen unten feiern, ist doch scheißegal, woran der stirbt. Ja? Also, das heißt entweder an Verbrennung, weil der Weihnachtsbaum niederbrennt, oder weil wir ihm gerade das letzte Abendmahl gegeben haben, weil er Krebs hatte. Das kann in diesem Augenblick manchmal sogar helfen. Also man muss nicht immer ehrfürchtig sein, sondern das kann ganz witzig, witzig auf den Punkt, frech. Das ist so. Wenn man in diese Situation kommt, ist es anders als in einer Kirche. Danke. Übermut, Demut haben wir ja schon gehabt. Horst, was würdest du sagen? Du guckst ja schon so ein bisschen auch zurück auf das viele, was du weitergegeben hast. Was möchtest du, was wirklich bleibt? Was ist dir das Wichtigste, das weitergehen möge? Ich will erstmal hier anknüpfen. Ja, bitte gerne. Als ich so die ersten Gehversuche gemacht habe, wo ich jemanden so mit Hand auflegen, was erreicht habe, dass die Schmerzen weg waren, oder mich ganz erstaunt anguckt und sagte, was ist denn los, plötzlich kann ich wieder sehen. Da hat mir eine Begebenheit, wissen, ich habe immer einen Donnerstagabend, wo ich wohne, und da gibt es immer einen Gesprächskreis, und da wird über alles Mögliche gesprochen, auch meditiert, geheilt und Fragen beantwortet. Und da gab auch immer eine Französin, eine kleine, und hat immer ein langes Kleid gehabt, und die war immer schnupplig und die war eine Bereicherung mit ihrem französischen Ausdruck. Das war so lustig. Und einmal kam sie zu uns rein, völlig die Haare aufgelöst und unmögliche Kleidung an und machte das, sonst war sie immer so fröhlich. Und ich fragte, was ist denn? Ja, ich will nicht mehr leben, mein Mann geht fremd, der hat eine andere und jammerte rum. Ich sage, jetzt heilen wir erstmal, dass du wieder Lebensfreude hast und so. In die Mitte gesetzt, wir haben übrigens herum uns ausgedacht, ein Heilgebet oder so Stimmungslage, dass ein bisschen wieder zu sich kommt. Wir haben meditiert, dort Energie schicken und wir haben aufgehört, wir kamen nicht durch. Ich habe gesagt, versuchen wir es nochmal mit anderen Worten, vielleicht war unsere Wortwahl falsch. Ich setze das wieder rum und ich führe die mit bestimmten meditativen Begriffen rein und wollten wir gerade wieder ansetzen, wir heilen und Genesung und Stärke schicken. Da merken wir wieder eine Blockade. Und das sage ich mir so, die ist wie ein ungezogenes Kind. Die müssen wir mal so richtig eins auf den Hintern hauen. Und stell mir das so richtig vor. Ja, da macht die Huch in der Mitte. Und wir hörten dann auf und die war plötzlich aufgekratzt. Und dann ging sie mit dem hier draußen, sagte, tut mir alles so weh. Und da war auch dann, hat sie eine andere Frau mitgenommen, die blanke Hand zu rot zu sehen auf ihr Pobacke. Da hat gesagt, hallo, also mit den geistigen Heilen, was du so mental alles kannst, da musst du vorsichtig sein. Das sind noch andere Erlebnisse ähnlicher Art, wo man so als Anfänger, so einfach aus dem Leichtsinn heraus, aber das ganze Thema noch nicht beherrscht, so einfach über die Stränge spielt, das schaffe ich, mache ich und so. Man muss dann also Dinge gehabt, die so Zurechtweisungen waren, aber die waren alle sehr immer zum Schmunzeln. Es war immer ja, witzig alles dabei. Wahrscheinlich, weil meine ganze Einstellung nicht hart und rechnet war, sondern einfach eher leicht erzieherisch. Den Tick habe ich vielleicht immer noch. Ja, danke. Bah, worauf kommt es dir an? Ich glaube, die wichtigste Botschaft meiner Großmutter an mich war, dass ich eigentlich nicht etwas Besonderes bin. Dass ich genauso gut bin wie meine Schwestern und alle anderen Menschen. Und ich bin von klein auf davon ausgegangen, dass diese geistige Welt, die feinstoffliche Welt, was ganz Normales ist und parallel zu dieser materiellen Welt existiert. Und ich glaube, das möchte ich in meinen Seminaren und in meinen Sitzungen weitergeben, dass die Menschen in sich wirklich spüren, diese Verbindung ist da, die geistige Welt ist da und wir haben zu jeder Zeit Zugang zu unseren inneren Kräften. Und auf was ich immer achte, ist, dass ich selbstermächtigend arbeite. Also egal, ob das in den Sitzungen ist oder in den Seminaren. Ich möchte eigentlich, dass die Leute irgendwann nicht mehr zu mir kommen und mich nicht mehr brauchen, sondern wirklich ihren eigenen Weg gehen. Und eine weitere Aufgabe, die ich so ein bisschen in mir sehe, beziehungsweise auch als ein kleiner Auftrag, vielleicht aus der geistigen Welt, ist, dass ich die Erdung zurückbringe in jegliche spirituelle Themen. Und dass ich da auch mal ab und zu ein bisschen aufräume, wenn es sowas zum Aufräumen gibt.
Einfach, dass wir nicht abheben, weil ich erlebe es in meinem Leben so, dass ich Mensch sein kann, Frau sein kann und spirituell sein kann, ohne dass sich das irgendwie ausschließt. Und ich glaube, das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft für diese neue Erde, die wir aufbauen. Ja, danke. Der Beifall zeigt, wie neugierig uns das macht auf morgen. Ja. Selbstermächtigung, geerdet, sind das Stichworte, Bono, wo du auch einsteigen kannst oder gerade vielleicht auch ein bisschen andere Akzente setzen magst? Ich könnte es höchstens einfach wiederholen. Ich sage immer, okay, je ernst. Nee, ich könnte es nicht wiederholen, weil ich es nicht merken kann, aber von Sinn würde ich sagen, passt. Ja, genau. Aber was wirklich wichtig ist, je ernster ein Heiler ist, desto schlechter heilt er. Ja. Der beste Heiler ist sowieso der arbeitslose Heiler. Und ich finde, das ist ganz wichtig zu wissen. Als Heiler, das klingt natürlich immer gut, ich bin Heiler. Ich meine, ich war sehr jung, wie du damals, mit meiner Praxis, als ich angefangen habe. Und das mit dem Übermut, das habe ich heute noch. Aber den Hochmut habe ich verloren. Und der ist zu Demut geworden. Ja. Aber das braucht verdammt viel Mut, demütig zu sein. Da muss man viel einstecken. Aber es tut gar nicht weh, weil man weiß, weshalb. Was ist mein Ding heute? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich liebe jeden Menschen. So. Und ich kriege das einfach nicht weg. Gut, lass es so. Lass es so. Thomas, du hast ja nun noch manches vor und schon manches angefangen. Magst du ein bisschen was andeuten? Du hast ja morgen dann auch noch mal genügend Breite, aber so ein bisschen, ein paar Tupfer. Ja, also für mich war entscheidend, im Übrigen möchte ich noch mal sagen, mit den Großeltern und Eltern, das ging mir genauso. Und da habe ich auch ein erhebliches Paket mitbekommen in die spirituelle Welt von denen und das ich gerne weitertragen möchte. Aber was mich sehr beschäftigt und wo ich mich sehr stark einsetze, ist wieder den Menschen zurückzuführen in das Wesen des Menschen. Dass er erkennt, warum er in dieser Welt ist und was sein Auftrag eigentlich ist und wie er diesen Auftrag spüren kann. Weil mich hat damals fasziniert, als Sarah Destlecker mir das gesagt hat, in wenigen Worten, in wenigen Begriffen mir gezeigt hat, so solltest du eigentlich leben, das ist deine Bestimmung. Und es hat mich so fasziniert und da habe ich gesagt, natürlich kann er das machen, weil er ist hellsichtig. Und er hat gesagt, das ist nicht eine Frage der Hellsichtigkeit, das ist eine Frage der Wahrnehmung des Menschen. Und die habe ich versucht zu trainieren, immer mehr. Und diese Wahrnehmung, den Menschen in seiner Essenz wahrzunehmen, wie er wirklich ist, nicht was er ausstrahlt, ein Ding, was sein Beruf ist oder seine Aufgaben sind, sondern das, was er in diese Welt mitgebracht hat, seine Sehnsüchte, seine Fähigkeiten, seine ganz persönlichen Merkmale. Die Dinge, was ihn ganz individuell machen, den Fingerabdruck, den Iris, dieses wieder bei den Menschen hervorzulocken und zu zeigen und ihm klar zu machen, warum er hier ist, was sein Auftrag ist. Und wenn er diesen Auftrag wieder findet und die Art, mit dem Leben umzugehen, dann heilt der Mensch von innen raus. Es gibt einen Schub, es kommt ein Erkenntnisprozess zustande und Erkenntnis bringt Heilung. Wir können natürlich Heilung übertragen und können bitten um Heilung. Wir haben das göttliche Feld, wir haben das heute vielerlei gehört, aber den Anteil, den der Mensch selber machen kann, ist ein Schub der Erkenntnis zu erzeugen für sich und das Leben zu ändern, weil das Leben ist reine Veränderung. Man muss sich immer den neuen Dingen anpassen und Veränderungen annehmen. Und das für sich ganz speziell, jeder Mensch ist auf seine Art und Weise, in seinem Rhythmus, in seinem Tempo,
das Leben anzunehmen und sich zum Ausdruck zu bringen, das bringt Gesundheit, das bringt Heilung und das bringt auch Erkenntnis und Erfahrung. Und alles, was wir aus dieser Welt mitnehmen, ist eigentlich nur Erkenntnis. Wir können nichts weiter als Erfahrung und Erkenntnis in diese Welt, wie du Bruno sagtest, wieder hinüberführen, so wie wir auch gekommen sind mit diesem Paket. Und dieses zu entblättern, zu entwickeln, aufzupacken, diese Pakete, des Wesens und der Essenz, mit der wir geboren sind, das ist eigentlich mein Streben, das den Menschen wieder anzubieten. Ja, danke. Werden wir morgen auch noch mehr hören. Wir haben ja schon jetzt verschiedene Begriffe gehört, in ganz ähnlicher Richtung. Selbstermächtigung, hast du gesagt, war Wesen, Bestimmung. Franz, ist der Weg der Meditation auch ein Weg, der zum Erkennen des Selbst und der wesentlichen Aufgabe führt? Ja, natürlich ist das auch ein Weg. Aber man muss langsam, schrittweise in die Sache hineinwachsen. Nicht von einem Meditationsseminar zum anderen rennen und immer sagen, da mache ich mit, da mache ich mit. Und das war toll und das war toll. Und man muss sich auch in dem Prozess entwickeln. So wie ich das auch gemacht habe. Ich war 27 Jahre lang in Indien. Also nicht durchgehend, aber halt immer mindestens ein, zwei Mal im Jahr. Und hatte dort die Möglichkeit, mit sehr hochgestellten Meistern zum Meditieren und wunderbare Ashrams zu besuchen. Und hatte dadurch auch wunderbare Lehrmeister, die mich wirklich langsam, schrittweise in die Sache eingeführt haben. Und deshalb habe ich da auch den allergrößten Respekt davor. Natürlich möchte ich sagen, schön, ich habe das da so erfahren dürfen, spart schon für mich, möchte ich ja gar nicht, ich möchte es ja auch gerne weitergeben. Und das mache ich ja, indem ich zum Beispiel jetzt schon herzlich einlade für morgen früh, 7.45 Uhr und Sonntagmorgen 7.45 Uhr an der Meditation teilzunehmen. So, jetzt ist mein Werbeblock abgeschlossen. Ich möchte noch etwas hier in die Runde einwerfen, was bisher noch nicht angesprochen wurde und nach meiner Ansicht zu kurz kam. Meine Erfahrung mit dem geistigen Heilen, mit Kranken und alles, was mit geistigen Wirkmechanismen, ob das Meditation ist oder Chakrenheilkunde oder sonst wie, das, was uns Kraft gibt, Erkenntnis gibt und was wirklich dienlich ist, ist das Dienen am Kollektiv. Ich muss die Dinge tun, die für alle wirksam sind. Nicht, wenn ich einen Patienten habe, der eine bestimmte Krankheit hat und ich kann ihm helfen, weil er mitmacht, dann werde ich das nutzen, um anderen es zu erklären, wie es er gemacht hat, dass er mitgemacht hat und dass das weitergetragen wird. Wir hatten heute nach meinem Vortrag eine Frage mit einer Familie, wo ich gesagt habe, wer nicht mitmacht, der wird wie eine heiße Kartoffel freigelassen vom Schicksal. Denn wir sind hier, um zu lernen und zu dienen. Deswegen habe ich aus der Demut den Mut zum Dienen gemacht. Das kommt aber aus dem Althochdeutschen, da hieß das, war noch Demut, er ist das Dienen mütig, hieß das früher. Der Mut, ja. In einer Stimmung sein. Ja. Und das habe ich ja erkannt und wir haben die größte Erfüllung im Leben, wenn wir dienen, aber nur nicht irgendjemand zu Tode pflegen, sondern es geht darum, Dinge in die Welt zu tragen, die für alle eine Gültigkeit haben, nicht nur für den Einzelnen. Den Einzelnen kann man mit diesen oder jenen Faktoren oder Handlungen und Ritualen vielleicht eine Stütze sein und vielleicht auch heilen, aber das ist eine Einzigartigkeit. Ich muss immer sehen, welche Heilmethoden, welche Bewusstseinseinstellungen sollen wir Menschen erlernen, damit sie dass sie allen dienen. Und ich möchte das mal an einem Beispiel nennen, wie das funktioniert, damit wir es vielleicht mal verstehen. Anfang des vergangenen Jahrhunderts, also fast vor 100 Jahren,
begann weltweit eine Impfkampagne. Man lernte plötzlich das Impfen. Und alle diese Länder, die da mitgemacht haben, notierten nur alles, was an Erfolgen war. Und da ging also die Pocken gingen zurück und alles. Und dann blieb so 2% übrig. Es haben damals ein paar Länder nicht mitgemacht. Ich würde eins hervorheben, nämlich Argentinien. Weil Argentinien eine sehr starke europäische Mischung hat, und das Impfen kam ja aus Europa, und dort ist, ohne dass geimpft wurden, dieselben Krankheiten auf Null zurückgegangen. Das heißt, das, was dienend war, um gegen Seuchen anzugehen, hat kollektiv gewirkt. Das werde ich nie vergessen, und deswegen versuche ich alles, was wir in der Schule lehren und lernen, immer einen dienenden Charakter für alle hat. Nicht nur für den Einzelnen. Der Einzelne ist wenig im Kollektiv. Je mehr wir ein Wissen und eine Heilung in die Breite bringen, dass mehr davon haben, umso erfolgreicher sind wir. Und umso gesünder und stärker werden wir und die Anerkennung wächst. Das ist ganz erstaunlich. Ich kann als Heiler Erfolg haben, indem ich jemanden Krebs weggenommen habe, weil Gott das so wollte. Ich kann es ja nicht. Aber ich den Vermittler gut spielen konnte. Dann sagen die, ja, der Kohle hat dann Krebs geheilt. Ne? Gut. Aber wenn ich eine Heilmethode in die Welt setze, wie zum Beispiel, was wir gefunden haben, mit dem Lebenskalender auslöschen, das geht wie ein Rauschen durch die ganze Szene. Ich kriege jetzt schon Anrufe über den Lebenskalender, die aus weit entfernten Ländern kommen, die niemals hier waren, weil die davon gelesen haben oder Menschen getroffen haben, wo wir Schockerlebnisse vom Lebensländer befreit hat. Das sind Methoden, die allen dienen. Dazu gehört auch die Allergie auslöschen, weil wir sprechen da gar nicht von der Heilung. Das ist nach meiner Ansicht die Zukunft für geistiges und oder spirituelles Heilen, dass wir nach Methoden suchen, die allen dienen. Nicht nur den Einzelnen, das ist Ego. Sondern wir müssen dem Leben dienen. Und dann dienen wir auch Gott. Die Bewegung des Gesundenden ist immer die Bewegung zum Kollektiv hin. Beispiel: Wenn einer alkoholkrank ist, taucht er irgendwann auf und ist Schriftführer bei irgendwelchem Blauen Kreuz. Das heißt, er sieht in seiner Berufung, in seiner Krise, in seiner Heilung einen Auftrag. Und der Auftrag geht immer hin in die Liebe zu allen. Und wenn er das nicht schafft, dass er sozusagen die spirituelle Botschaft seiner Krankheit, die genau diese Richtung einschlägt, die du sagst, dass das Teil dem Ganzen zu dienen hat, fällt er zurück. Also das ist sozusagen ein bisschen meine Erfahrung. Und wenn das schon die Erfahrung eines jeden einzelnen Kranken ist, dass er eigentlich ein Missionar wird, ich übertreibe mal, weil ich habe dann immer früher gespottet, jetzt machen wir wieder eine Sendung über irgendwelche Heilmethoden, da kommen wieder 7 Missionare. Das war der Spott, dass ich mir das vom Hals halten wollte. Aber im Grunde genommen ist es die Bewegung. Der Gesunde wird zum, ich könnte sagen, zum Gottesmissionar, zum Heilmissionar. Er will, dass dem Ganzen gedient wird. Und wenn er da nicht hinkommt, geht das ganze Theater von vorne los. Deswegen ist dieser Appell, das Ganze ins Auge zu fassen, oder wie eben Karl Friedrich von Weizsäcker in seinen großen Büchern geschrieben hat, dass das Teil immer dem Ganzen dienen muss und sonst nicht glücklich wird, auch seine Gehlücke nicht findet. Das ist deswegen, vielen Dank nochmal, ein ganz wichtiger Heilaspekt. Jeder Kranke macht diese Bewegung vor, und wir, die wir sie begleiten dürfen, müssen das unterstützen. Um mit einem Gag zu schließen, wie tief das bei uns sitzt: Wer keinen Dominus hat, geht zur Domina, aber den will er. Es ist nicht nur Witz, aber ich muss unbedingt was sagen. Ich erzähle es nicht auch noch einen Witz, aber das Leben ist ja witzig genug an und für sich. Aber ich muss ein bisschen noch was aus der Bewusstseinsforschung mit reinbringen, was wir uns als Heiler, und ich denke, wir sind hier in einem Heilerzentrum, da ist das ganz wichtig, auch von der psychologischen Seite zu sehen. Wir müssen schon auch wissen, dass
Der beste Heiler von allen ist die Krankheit selbst. Wenn wir anfangen, uns gegen eine Krankheit oder gegen einen disharmonischen oder ich weiß nicht, einen Zustand zu wehren, der gerade Harmonie herstellen will, dann befinden wir uns manchmal auf einem gefährlichen Pfad. Man kann nämlich auch mit Heilen schaden. Nicht jeder will, muss, soll und darf geheilt werden. Und deshalb gibt es diese Autoregelung im Universum, die sagt, es geschieht sowieso nur, wenn es in Ordnung ist. Und deshalb hast du als Heiler nie einen Stress, wenn du das weißt. Man hat mittlerweile festgestellt, mit ganz modernen Geräten in der Hirnforschung beim geistigen Heilen, welche Kraft am stärksten wirkt. Und da war ich nicht überrascht, aber ich bin froh, dass die das endlich auch wissen. Sie benennen es wie folgt: neutrale Aufmerksamkeit. Punkt. Schau. Nicht wollen. Schade. Ja, einfach, ich würde jetzt sagen, sein, da sein. Nicht tun. Wir glauben immer, wir müssen was tun, tun, tun. Vor allem, wenn es um andere geht. Nein, der andere muss selber lernen, für sich mal was zu tun. Aber wir sind dienen, heißt nicht immer machen. Dienen heißt oft auch sein. Ich diene im Sein mit meinem ganzen Wesen, dem Ganzen, was ist, weil es vollkommen ist. Und was darin dann nicht vollkommen ist, wird vollkommen werden wieder. Weil wir einen Sog erzeugen mit der Masse, mit jedem Einzelnen. Und ein einzelner Heiler, wenn er wirklich gut ist, hat ein Charisma, erzeugt diesen Sog. Deshalb fühlt man sich wohl in der Nähe von so jemandem. Man hat das Gefühl, irgendwie ist es noch gut, da in der Nähe zu sein. Und das ist auch, was du gesagt hast mit diesen Meistern und so weiter. Ich bin dafür, jeder ist sein eigener Meister. Aber ich weiß genauso gut wie du auch, begib dich immer zu jenen, umgib dich mit Menschen, die einen Schritt weiter sind, die ein größeres Spektrum haben oder eben die noch größer sind in ihrem Charisma als du selbst, weil das steckt an wie Humor, wie Schauermärchen, wie Ängste. Ich habe mal einen Brusttumor geheilt, indem ich einen Witz gemacht habe. Die Frau kommt rein, relativ deprimiert, erzählt mir von ihrem Knoten in der Brust. Und ich sage so aus dem Bauch heraus, ganz spontan, ja nein, wer macht denn sowas? Ein Knoten in eine Brust. Und in dem Moment war das authentisch. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Und die Reaktion war spannend. Zuerst war da Stille. Und ich finde, Stille ist ein guter Heiler. Nachher kam der Ärger. Die ging aber hoch. Und sie hat mich auch nicht bezahlt. Aber sie wurde gesund. Ich bin sehr zufrieden. Die Runde bewegt sich selbst auch ohne mich. Also bitte, Karin Bahr, macht weiter. Ich möchte zu der Belustigung dieser Runde auch noch meinen Beitrag leisten. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich so einen klugen Kopf habe, den ich manchmal meine Geschichten frage. Also ich bin jetzt gerade an Buch Nummer 8 am Schreiben. Buch Nummer 7 erscheint jetzt demnächst und das war für mich ein unheimlich spannendes Thema. Ich habe gesagt, Mensch, morphogenetisches Feld, Kollektiv. Es ist für mich so ein unheimlicher Druck in meiner Arbeit, dass ich gerne wirklich jetzt mal wissen soll, wie sollen wir das, die wir alle an einem Strang ziehen, schaffen, so viele Idioten auf der Welt zu heilen oder in die richtige Richtung zu tragen, dass wir jetzt endlich diese Erde verändern, dass wir einen Schritt vorwärts kommen. Und ich war dann wieder mal so in meiner Baby-Trotz-Phase und habe gesagt, wie soll das denn gehen? Und dann habe ich eine sehr interessante Antwort bekommen. Und die möchte ich gerne mit euch teilen, weil die ist auch etwas lustig. Aber die ist genial. Es hat mich total entspannt und auch total befreit. Mir ist die Antwort gegeben worden, dass Gott sich da was ganz Kluges eingefallen lassen hat. Es gibt in diesem Jahr, wir nennen das jetzt im Augenblick das Jahr der Heilung, vielleicht darf ich kurz erwähnen, dass das auch der Grund ist, warum ich hierher gekommen bin jetzt zu diesem Kongress. Der liebe Franz Braun versucht schon seit 3 Jahren, mich hierher zu bekommen. Ich möchte mich auch an der Stelle ganz herzlich nochmal für die Einladung bedanken.
hat schon immer wieder versucht und er weiß, wie sehr ich in der Welt unterwegs bin und eigentlich keine Zeit habe. Also ich bin heute mit dem Flugzeug hierher geplumpst und muss auch ganz schnell wieder mit dem Flugzeug nach England und so weiter, aber ich bin hier. Und auf das haben wir ein bisschen dir auch zu verdanken. Und diese Antwort, die ich gekriegt habe, die fand ich so genial, weil ich jetzt gesagt habe, ich gehe auf einen Kongress, das sind lauter Heiler. Und ich fand es unbedingt wichtig, dass ich das mit euch allen mal teile, dass ich mich total entspannt habe seit ein paar Wochen. Seitdem ich an mein Buch schrieb und ich die Frage stellte, wie soll sich das im Kollektiv so umsetzen, dass es zeitgerecht noch richtig kommt, bevor wir so viel Scheiß gebaut haben, dass wir es nicht mehr reparieren können. Und da kam die Antwort, es gibt da was ganz Einfaches. Es gibt das Gesetz des Stärkeren auf der Erde, das ist das Vererbungsgesetz. Und nach diesem Vererbungsgesetz setzt sich immer das durch, was am stärksten ist. Wir kennen alle diese schöne darwinistische Regel aus der Schule, aus dem Biologieunterricht, das Gesetz des Stärkeren siegt. Da habe ich gesagt, ja, aber wie soll sich denn Spiritualität oder geistiges Bewusstsein denn jetzt als Gesetz des Stärkeren in dieser heutigen Zeit umsetzen? Und dann sagte mir die geistige Welt, ja, das ist ganz einfach. Mit Sex kriegst du sie alle. Ich so, was? Was ist das denn für eine Antwort? Mein lieber Gott, das sagt mir ein Engel, ich war entsetzt. Ja, es ist ganz einfach, auf humorvolle Weise, aber so logisch, dass ich mich total entspannt habe. Und zwar ist es so, dass wir jetzt unsere Epiphyse aktiviert bekommen. Das heißt, es gibt jetzt eine Strahlung aus dem galaktischen Mittelpunkt, die dafür sorgt, dass wir unsere Epiphyse aktiviert bekommen. Das ist hier so eine kleine Drüse, die dafür sorgt, dass unsere Hormone sich verändern. Das heißt Melatonin, das kennt ihr jetzt auch wahrscheinlich durch die Schule der geistigen Heilung. Da werden ganz viele neue Hormonzyklen aktiviert, auch unter anderem Hormone, die dafür sorgen, dass Spiritualität oder geistiges Bewusstsein eine besondere Klarheit in unserem Leben bekommt. Gibt es einen Vergleich mit Vögeln? Vögel, nicht lachen. Vögel suchen ihre Geschlechtspartner aus, indem sie ultraviolettes Licht im Federkleid identifizieren. Und das Männchen, das die schönsten leuchtenden Haare hat, das wird vom Vogelweibchen erwählt. Jetzt gibt es einen Zusammenhang zwischen der Epiphyse und dem Wahrnehmungsvermögen in unserem Auge. Das heißt, das Auge ist gekoppelt an die Epiphyse. Das heißt, es gibt diesen Schlaf-Wach-Rhythmus. Wenn wir das Auge schließen, wird Melatonin produziert, es wird Schlaf eingeleitet. Und genauso wird es sein, dass durch diese spirituelle Entwicklung bestimmte Hormone freigesetzt werden, die dafür sorgen, dass auch unsere Haare sich verändern. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir ultraviolettes Licht hier feststellen können, meine Haare leuchten noch nicht. Aber das Interessante ist dann, dass die Weibchen oder die Männchen, die in Zukunft leuchtende Haare haben, das hat man übrigens wissenschaftlich erwiesen, dass die Epiphyse bei Mönchen ungefähr walnussgroß ist, währenddem sie bei nicht spirituell denkenden, betenden Menschen, wenn ich jetzt das Wort Gebet nochmal gebrauchen darf, nur ganz klein ist, so winzig klein. Das sind, glaube ich, 3 bis 6 Millimeter. Aber Mönche, die regelmäßig beten, haben eine walnussgroße Epiphyse. Das heißt, diese Hormone, die da ausgeschüttet werden, werden dafür sorgen, dass sich unsere Haare ultraviolett verfärben. Und das kriegt nur der ein Weibchen, der betet. Der spirituell denkt. Ich fand diese Lösung so stimmt. Genial. Stellen wir uns das mal in der Praxis vor. Das ist genial. Das heißt, in 2, 3 Generationen hat sich dieses Thema vielleicht dann auch entspannt, weil Menschen, die spirituell sind, gesund sind, geistige Heilung leben, Selbstheilungskräfte aktivieren und fragen die sich alle, Mensch, wieso strahlst du so, wieso leuchtest du so, wieso hast du so viele Frauen, wieso geht es dir so gut? Und so wird sich das von selbst erleben. Ganz kurz nachfragen, hast du jetzt gesagt, beten statt Vögeln? Oder geht es auch umgekehrt? Beides. Aber ihr wisst schon, wie sie es gemeint hat. Am besten ist natürlich alles in einem. Wenn man richtig vögelt, ist es ein Gebet. Wenn man richtig lebt, ist es ein Gebet. Wenn man richtig tut, was man tut, von Herzen nämlich, ist es immer ein Gebet. Also wenn du nicht mehr beten musst, dann bist du zum Gebet geworden und dann ist alles erledigt. Und dann hast du auch die Haare schon.
Hast du Geduld, so lange zu warten, bis die Hormonverwandlung dann endlich eingetreten ist in 2 bis 3 Generationen? Ich will dich nicht zum Widerspruch provozieren, aber sag uns noch, worauf du setzt. Und auch eben im Blick auf das, was uns ja manchmal ganz schön Schmerzen machen kann. Du hast ja davon gesprochen, dass du möchtest, dass wir auf dem Boden bleiben. Und was wir so um uns herum sehen und den Nachrichten hören, ist ja nun manchmal wirklich nicht aufbauend. Ich möchte eigentlich gleich auf den Bruno zurückgehen. Ich bin ja auch Yoga-Lehrerin und seit ungefähr 10 Jahren. Und für mich war immer das Kernthema in meiner Arbeit, die Menschen bewusst werden zu lassen und einfach still werden zu lassen. Und als ich damals so die ersten spirituellen Seminare besucht habe, weil ich mir dachte, okay, ich muss jetzt das mal professionell trainieren, was ich so mache, war ich erstmal richtig schockiert. Und ich war absolut enttäuscht. Weil die Welt, die ich bis dahin kennengelernt hatte, die Feinstoffe, die war so einfach. Die war so unkompliziert. Es war so leicht. Es ging um das Fühlen, es ging um das Herz. Und dann saß ich da in dem Seminar und es war alles nur Intellekt. Es war alles nur verstehen wollen. Und ich dachte mir die ganze Zeit, hey, man kann es nicht verstehen. Man kann es mit den mentalen Konzepten überhaupt nicht nachvollziehen, was da passiert. Und das war auch der Grund, wieso ich weitergesucht habe und dann auch auf die Meditation gestoßen bin. Ich bin ein Riesenfan vom Buddhismus und praktiziere das für mich auch. Und habe festgestellt, dass wenn man einfach ruhig ist, gegenwärtig ist, ist alles in Ordnung. Und es passiert eben auch automatisch diese Heilung. Und deswegen lade ich eigentlich alle Menschen auch zur Einfachheit, auch in spirituellen Themen ein. Und wenn man sich so ein bisschen die Szene anguckt, ist es ja fast schon erschreckend, was es da für Sachen gibt. Und was für eine Vielfalt. Und wie die Menschen wirklich dieses, ich sage jetzt mal, das ESO-Shopping machen, ne, von einem Seminar zum anderen. Und es bringt eigentlich alles gar nichts. Deswegen fordere ich auch die Menschen immer wieder auf, eine Kur einzulegen, einfach eine spirituelle Entgiftungskur. Keine Bücher lesen, keine Seminare besuchen. Ich weiß, das ist nicht so gut für das Geschäft, sorry. Aber ich glaube, das ist ein Schlüssel für die nächste Dimension und für die nächste Erde, die jetzt folgt. Ich nehme mir jetzt einfach die Freiheit zu sagen, wir gönnen uns und Ihnen jetzt auch ein bisschen Kur. Es gibt ja hier noch viele Räume, in denen jetzt die Gespräche weitergehen können, in denen es einen guten Schluck Wein gibt oder ein Glas Bier oder einen schönen Saft, je nachdem, wie auch immer. Ich danke euch hier in der Runde. Danke euch, dass ihr Dinge hier zum ersten Mal ausgesprochen habt, die andere noch nie gehört haben. Finde ich wunderbar. Danke euch für eure Ehrlichkeit. Und für euren Mut. Danke.